Sabine. Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, guten Tag. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du auch heute dieses Video anschaust zum Namen Sabine. Das zunehmende Interesse an meinen Edelsteinketten zur Namensenergie haben mich bewogen, ein paar Videos zu verschiedenen Namen aufzunehmen und auch dir diese wunderbaren Steine zu zeigen, die unser Leben bereichern können. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen vertrauten die Menschen auf die Kraft der Edelsteine, ihren Schutz und ihre Heilkraft. Aus Asien gibt es sogar aus 2800 vor Christi Geburt Überlieferungen, die die Auswirkungen der Edelsteine auf den menschlichen Organismus beschreiben. Willst auch du, wie so viele andere Menschen, dein wahres Potenzial leben, dich sicher und beschützt fühlen, mehr und mehr dein wahres Ich leben, authentisch sein? Dann ist dies ein Weg dahin. Die Edelsteinkette zum Namen ist ein sehr individuelles Schmuckstück, welches ganz auf deine persönlichen Energien abgestimmt wird und liebevoll von Hand gefertigt. Die verwendeten Edelsteine entsprechen deiner Energie und unterstützen und stärken dich. Heute also das Beispiel Sabine. Zunächst zum Namen. Sabine, siegreich und entschlossen kommt sie daher. Realitätssinn, Ausdauer und Geduld lassen sie ihre Kräfte sinnvoll einsetzen. Sie ist ein fleißiger Idealist mit einer hohen Sensitivität und beherztem Handeln. Zu diesem Namen haben wir eine Edelsteinkette gefertigt mit den Edelsteinen Rauchquarz, Karneol und Aventurin. Wir haben darauf geachtet, dass die Steine möglichst unbehandelt sind und aus fairem Handel. Diese Edelsteine harmonisieren die Kräfte und stärken diese kraftvolle Persönlichkeit. Erfolg, Fleiß und Wissen, manchmal etwas nüchtern, werden liebevoll in Einklang gebracht durch den Aventurin. Der Aventurin bringt die Herzensgüte. Alle Steine verbindet der handgezogene Sterling-Silberdraht. Es ist ein handgefertigtes Gemoto-Unikat. Die Chakrenzuordnung ist Herz- und Basischakra. Das Collier kommt in einer schwarzen Holzschatulle. Behandle deine Edelsteine mit Achtsamkeit, Dankbarkeit und Anerkennung. Sie danken es dir mit ihrer persönlich positiven energetischen Schwingung. Natürlich ist die persönlich, also persönlich, was den Edelstein betrifft. Lebe in Einklang mit dir selbst und deinen Energien. Bitte bedenke, dass diese Arbeit einer jahrtausendenalten Überlieferung und den Erfahrungen aus jüngerer Zeit folgt. Wie du weißt, geben wir hier kein Heilversprechen. Und wenn du ernsthaft krank bist, ersetzen die Heilsteine auch niemals einen Arzt oder Therapeuten. Sie wirken unterstützend, wollen dir gut tun, wie ein guter Freund oder eine gute Freundin. Willst du mehr? Komm auf www.gemoto.com Edelsteinschmuck.